Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 70, Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Fachkräfte in hessischen Kitas fehlen. Landesregierung muss endlich handeln. Beginnt die Frau Kollegin Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne die Gelegenheit zu Beginn meiner Rede nutzen, auch allen Erzieherinnen und Erziehern in Hessen, die eine großartige Arbeit machen und denen gerade in Zeiten wie diesen, in denen sich die Herausforderungen auch tagtäglich ändern und allen Beteiligten neben der großen Einsatzbereitschaft auch viel Flexibilität abverlangt wird, ganz herzlich für ihre Arbeit danken. Die Zahl der Kita-Plätze, die benötigt werden, und damit der Bedarf an qualifiziertem Personal, der steigt stetig. Und diese Entwicklung ist seit Jahren absehbar. Nur leider hat es die Landesregierung in den letzten Jahren nicht geschafft, aus Eigenantrieb diesem gegenzusteuern. Dass jetzt das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch geändert wurde und damit auch endlich Qualitätsstandards in hessischen Kitas verbessert werden, ist ein Ergebnis des Gute-Kita-Gesetzes des Bundes. Ja, in den letzten Legislaturperiode haben Sie ja noch unseren SPD-Gesetzentwurf abgelehnt. Sie haben in den vergangenen Jahren schlicht verschlafen, selbst in die Qualität der hessischen Kitas zu investieren und haben aus den Geldregen in Berlin gewartet. Das jüngste Ländermonitoring für kindliche Bildungssysteme 2020 der Bertelsmann Stiftung belegt erneut die Missstände auch in Hessen. Viele Eltern finden nach wie vor keinen Kita-Platz. Bundesweit gibt es in Hessen ein einmaliges Stadt-Land-Gefälle bei der Betreuung der über dreijährigen Kinder in Hessen. Und da frage ich Sie, wo sind da die gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land? Wo sind da die gleichen Bildungschancen der Kinder? Der kommunale Finanzierungsanteil bei der frühkindlichen Bildung liegt in Hessen bei 68% und ist damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. 85% der Kindergartengruppen sind zu groß. Und eine Fachkraft in Hessen muss beispielsweise im Vergleich zum Bundesland Baden-Württemberg 2,7 Kindergartenkinder mehr betreuen. Bei der Befristung des Kita-Personals liegt Hessen ebenfalls deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auch gibt es in Hessen schon jetzt viel zu viel fachfremdes Personal in den hessischen Kitas. Wenn man die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung für eine gute Qualität in den Kitas umsetzen möchte, hätte man natürlich schon bereits vor Jahren konkrete Maßnahmen ergreifen müssen. Aber das entbindet Sie nicht von der Verantwortung, jetzt konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Wir fordern seit Jahren, endlich die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Erzieherinnen zu verbessern, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen und ebenso die Bedingungen während der Ausbildung zu verbessern. All das haben Sie ignoriert. Stattdessen haben Sie vor wenigen Wochen entschlossen, einfach per Gesetz neue Fachkräfte zu schaffen, die kurz zuvor noch nicht den Qualitätsanforderungen entsprochen haben, um als Fachkräfte gelten zu dürfen, wie wir beispielsweise bei den Sozialassistentinnen und Sozialassistenten das gesehen haben. Damit setzt man keine neuen Anreize. Und auch bei der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung hat es wieder einmal des Anschubes aus Berlin bedurft, damit diese Form der Ausbildung in Hessen endlich auch flächendeckend eingeführt wird. Und aus dem Main-Kinzig-Kreis weiß ich,
um nur einmal einen Landkreis zu benennen, dass es zuvor 7 Jahre lang eine langwierige Diskussion mit dem Kultusministerium hier in Hessen gegeben hat, bis die praxisintegrierte vergütete Ausbildung am Sozialpädagogischen Ausbildungszentrum der Eugen-Kaiser-Schule in Hanau angeboten werden konnte. Das ist die Realität in Hessen. Und deswegen ist diese Fachkraftoffensive des Bundes so notwendig gewesen. Und ich bedauere es sehr, dass wir diese in der Bundesregierung nicht noch weiter verlängern konnten, weil es eben die CDU in Berlin blockiert hat, noch eine Verlängerung dieser Fachkraftoffensive zu machen. Statt zu klagen, sollten Sie endlich in Hessen richtig handeln. Wir brauchen Impulse für die Erzieherinnenausbildung, mehr Ausbildungsplätze, eine flächendeckende Ausbildungsvergütung, eine Abschaffung der Schulgeldfreiheit, mehr Zeit für die Praxisanleitung, mehr Entwicklungsmöglichkeiten für die Erzieherinnen, bessere Rahmenbedingungen für die Beschäftigten, eine bessere Eingruppierung. All das braucht es in Hessen. Und was es nicht braucht, das sind Werbekampagnen dieser Landesregierung, die am Ende nicht helfen, wenn man einen Ausbildungsplatz sucht, aber keinen bekommt, weil es zu wenig Ausbildungskapazitäten gibt. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Herr Präsident. Schaffen Sie endlich die Bedingungen, unter denen Fachkräfte arbeiten wollen. Denn frühkindliche Bildung braucht pädagogische Fachkräfte. Nur so können wir auch die gleichen Bildungschancen für alle Kinder in Hessen garantieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Kinderbetreuung ist wichtig, ganz ohne Zweifel. Und auch meine Fraktion dankt den Erzieherinnen und Erziehern, die sich gerade jetzt in der Corona-Zeit um die Kinder kümmern, alle Mühen und Wege in Bewegung setzen, um den Kontakt auch im Lockdown zu den Kindern aufrechtzuerhalten und eine wirklich großartige Arbeit leisten. Es sei aber heute erlaubt zu fragen, warum, wo die besondere Aktualität in dem Thema heute liegt. Denn allein in diesem Jahr bei 4 größeren Landtagssitzungen hatten wir 3 Setzpunkte der SPD zum Thema Kinderbetreuung. Und deshalb darf Frau Faeser sich der geneigte Leser der Tagesordnung der Plenarsitzung zumindest einmal die Frage stellen, wo liegt denn heute die besondere Aktualität des Themas Erzieherfachkräfte? Zumal, und es wäre ja schön, wenn Sie auch zuhören würden, zumal die neuen Zahlen der Erzieherfachschulen so kurz vor Nachschuljahresbeginn ja noch gar nicht vorlesen und vor dem Semesterbeginn auch die Studierendenzahlen nicht vorliegen. Ist es die Bertelsmann-Studie, die jedes Jahr wieder zum gleichen Ergebnis kommt, uns aber diesmal, und das hätten Sie ja auch einmal erwähnen können, Frau Gnadl, konstatiert, dass wir besser werden bei den Betreuungszahlen und das gute Kita-Gesetz wird hier weiter Verbesserungen bringen? Also kann es das nicht sein. Ein Blick in meinen Terminplan von heute hat mir dann aber die Antwort auf die Frage gegeben. Um 17 Uhr wird nämlich Verdi den bundesweiten Brandbrief der Erzieher- und Sozialfachkräfte hier übergeben. Und da war mir natürlich klar, es geht allein darum, wer bei der Gewerkschaft Verdi die Nase vorn hat. Die SPD bei ihrer angestammten Gewerkschaftsklientel oder aber DIE LINKE, Hermann Schaus lässt schön aus dem Ruhestand grüßen, DIE LINKE, die für sich beansprucht, der wahre Gewerkschaftsfreund zu sein. Je lauter Sie... Einen Moment bitte, meine Damen und Herren. Moment bitte, Frau Kollegin Ravensburg. Meine Damen und Herren, bitte kommen Sie wieder ein bisschen runter. Kontrollieren Sie Ihre Erregung. Die Frau Kollegin Ravensburg hat das Wort. Bitte.
Je lauter Sie reinrufen, desto mehr bin ich überzeugt, dass ich richtig liege. Aber hier geht es mir natürlich auch um die Sorgen der Fachkräfte. Und deshalb will ich auch auf die Fakten zu sprechen bekommen. Ich erinnere nämlich heute einmal auf die auszubildenden Zahlen der Erzieher des letzten Schuljahres. Das liegt nämlich vor. Ich stelle fest, die Zahl der Erzieherfachschüler steigt kontinuierlich von 8.772 im Schuljahr 18/19 auf 8.378 im letzten Schuljahr. Und davon waren 6.872 Schüler in Vollzeit und 1.506 in Teilzeitausbildung. Den Abschluss haben in diesem Sommer 1.983 Absolventen erworben. Und dazu kommen auch noch die Absolventen der einschlägigen Studiengänge, von denen erfahrungsgemäß so ungefähr 240 den Berufsstart in den Kitas beginnen. Damit stehen auch in diesem Kindergarten ja weit mehr Fachkräfte zur Verfügung, nämlich 2.200 und ungefähr 30 Kräfte. Aus dem Bundesprogramm werden zudem 200 Plätze in der dualisierten Ausbildung gefördert, Frau Gnadl. Denn die zweiten 200 Plätze musste Frau Giffey, weil sie ihr Versprechen nicht halten konnte, ja zurückziehen. Das Land Hessen stoppt deshalb die praxisintegrierten, vergüteten Ausbildungsplätze auf, und zwar auf jeweils 400 Plätze. Das heißt, wir haben dann 600 Plätze zur Verfügung. Darüber hinaus, und wir finden das richtig, der Erzieherberuf ist es wert, auch Jugendliche darauf aufmerksam zu machen, welche Möglichkeiten sie in diesem Bereich haben. Und deshalb befürworten wir sehr, dass das Sozialministerium im Herbst eine Werbekampagne startet. Ja, und ich will auch feststellen, dass wir weiter alles daran setzen, Erzieherfachkräfte weiter auszubilden, und haben deshalb ja auch in die Möglichkeit geschaffen, weitere Kräfte in den Kitas einzusetzen. Wir glauben nicht, und wir sind davon überzeugt, dass es nichts mit einem Qualitätsverlust zu tun hat. Sie werden die Teams bereichern in den Kitas und die frühkindliche Bildung durch ihre Expertise ergänzen. Und durch diese Multiprofessionalität werden die Teams in den Kindertagesstätten von dem breit aufgestellten Erfahrungsschatz unserer zusätzlichen Kräfte profitieren. Sie sehen, Frau Kollegin Ravensburg, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Sie sehen, wir sind in Hessen auf einem guten Weg und werden weiter für den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher werben. Wir werden die Fachkräfte kontinuierlich steigern. Wir sorgen für mehr Personal und für mehr Qualität in den Kitas in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ravensburg. Das Wort hat der Abg. Arno Innes, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es dürfte fraktionsübergreifend unstrittig sein, dass in naher Zukunft viele Fachkräfte in Kitas fehlen. Aber nicht nur in Zukunft, denn auch heute sind schon viele Stellen unbesetzt, und somit leiden viele Kitas aktuell an Personalmangel. Studien gehen bundesweit von bis zu 300.000 fehlenden Fachkräften aus. Für Hessen liegen die Schätzungen im Rahmen zwischen 7.000 und 10.000 fehlenden Fachkräften bis 2025. Um diesen Fachkräftemangel zu beheben, gibt es aus politischer Sicht einige Stellschrauben, die man bewegen kann. Entweder man stellt sicher, dass die Bedingungen des Berufs besser werden, also für eine angemessene Ausbildungsvergütung, eine Verringerung der Arbeitsbelastung und natürlich eine bessere Bezahlung zu sorgen.
um somit die jungen Menschen nicht nur für den Beruf der Erzieher zu begeistern, sondern eben durch vernünftig ausgestaltete Rahmenbedingungen das Ziel zu erreichen, dass junge Menschen den Beruf tatsächlich erlernen wollen und auch in diesem Beruf verbleiben. Oder man macht es wie die Landesregierung. Man ändert einfach die Gesetzeslage, um aus unserer Sicht vieles zum Negativen zu verändern. So werden die beruflichen Anforderungen abgesenkt, hofft damit, den Personalbedarf durch eigentlich fachfremde und nicht entsprechend qualifizierte Personen auszugleichen. Deutlich wird dies am Beispiel des Berufsbildes der Sozialassistenten. 2 Jahre Berufsfachschule, ein Praktikum in einer Kita und einige Stunden berufsbegleitende Fortbildung, schon können Sie als Fachkräfte beginnen. Die Landesregierung nimmt damit die Anreize, dass sich die Sozialassistenten zu einem Erzieher weiterqualifizieren. Für die Regierung ein einfacher, für uns ein ganz falscher Weg. Dass damit die Qualitätsansprüche in den Kitas nicht mehr erfüllt werden dürften, liegt wohl klar auf der Hand. Und wie schaut es mit der Finanzierung aus? Hier verspricht die Landesregierung, dass jeder vom Bund bereitgestellte Euro mit einem weiteren Euro durch das Land erhöht wird. Schaut man aber genau hin, wird ein seltsames Gebaren der Landesregierung deutlich. Über das starke Heimatgesetz holt sich die Landesregierung das Geld aus der einen Tasche der Städte und Gemeinden, um das gleiche Geld dann über das Gute-Kita-Gesetz den Kommunen in deren andere Tasche zu stecken. Meine Damen und Herren, an Ihren Taten sollt ihr sie erkennen, und ich muss gestehen, dass wir keine nachhaltigen Taten und Maßnahmen der Landesregierung erkennen können, um den bevorstehenden Fachkräftemangel in den Kitas vernünftig entgegenzusteuern. Die Anforderungen an die Qualität des Personals und die rechte Tasche, linke Tasche Spielerei ist für uns absolut der falsche Weg. Es müssen endlich positive Anreize und positive Impulse gesetzt werden, damit sich eben Jugendliche wieder vermehrt für den Beruf des Erziehers entscheiden. Die Landesregierung wertet aber letztlich den anspruchsvollen und guten Beruf der Erzieher ab und interessiert sich nur dafür, dass ihr selbsterdachtes Image bestehen bleibt, dieses leider auf Kosten unserer Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Enner. Das Wort hat die Frau Christiane Böhm, Kollegin Fraktion DIE LINKE. Danke sehr, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Täglich grüßt das Murmeltier. Hier ist es die jährliche Studie der Bertelsmann Stiftung zur Situation der frühkindlichen Bildung. Und sie belegt vor allem eines: Hessen kommt bei den entscheidenden Parametern von Qualität nicht vom Fleck. Hessen ist höchstens Mittelfeld oder schlechter. Und ich weiß jetzt nicht, was das Anliegen der SPD war, heute dieses Thema zu nehmen. Ich nehme mal an, es war die Bertelsmann-Studie, die uns nämlich jedes Jahr wieder sagt, wie schlecht Hessen dasteht. Aber dass es nicht die Verdi-Aktion war, da würde ich Ihnen doch vorschlagen, Frau Ravensburg, wo sind Sie denn gerade da hinten? Okay. Lesen Sie sich doch noch einmal den Brief durch, den die Verdi-Kolleginnen und Kollegen auch an Sie heute geschrieben haben. Da heißt es nämlich, dank meines Kollegen Hermann Schaus, der noch lange nicht in Rente ist, weder bei Verdi noch bei uns und noch weiter hier kämpfen wird, ne? Welche qualifizierten Bemerkungen bekomme ich von der Regierungsbank? Ich habe sie nicht verstanden. Meine Damen und Herren, Moment bitte, Frau Kollegin, die Regierungsbank ist ruhig. Wenn gesprochen wird, das stellen wir fest. Ich stelle aber fest, Sie haben einen Button an. Das konnte ich vorher nicht sehen. Und ja, das macht nichts. Ich würde Sie aber auch bitten, wir hatten die Kollegen der AfD auch gebeten am Anfang. Ich sehe es gar nicht ohne Brille, aber irgendwas wird draufstehen.
das mag ja sein, Omas gegen rechts oder links oder geradeaus. Wir waren uns einig, dass es hier keine Debatten gibt. Jetzt ist es wieder geklärt. Gut, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Genau. In dem Brief steht nämlich drin, soziale Arbeit ist unverzichtbar. Und es geht gerade darum, dass die Arbeitsbedingungen in den sozialen Berufen aufgrund der Corona-Pandemie noch schwieriger, komplizierter geworden sind als zuvor. Und die Kolleginnen und Kollegen sich von Ihnen Unterstützung erwarten, dass eben jetzt nicht auf Kurzarbeit gesetzt wird, dass sie nicht auf diesen Finanzierungsproblemen, wie das SODEC es bietet, sitzen bleiben, sondern dass sie die Unterstützung bekommen, ihre Arbeit ordentlich und gut zu machen. Und ich denke, da wäre es eigentlich notwendig gewesen, diesen Brief auch mal zu lesen und nicht zu spekulieren, was vielleicht da drin stehen könnte. Aber da Sie es ja nicht gelesen haben, sage ich es Ihnen noch mal kurz, auch wenn es von meiner Redezeit abgeht. Es geht um eine vollständige Finanzierung der sozialen Arbeit. Es geht darum, die aktuell erweiterten Bedarfe deutlich darauf einzugehen und die zu organisieren. Es geht um eine Krisenzulage, die die Beschäftigten in der sozialen Arbeit und ganz besonders in der Behindertenhilfe brauchen, und auch um die zusätzlichen Kosten, die dort zum Beispiel für Schutzausrüstung notwendig sind. Und es geht um eine bessere Personalausstattung und eine Systemrelevanz der sozialen Arbeit, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber jetzt möchte ich gerne noch zur Studie der Bertelsmann-Stiftung kommen. Und was hat sie zu Hessen gesagt? Weil ich gebe das doch zumindest einige der fünf Punkte werde ich jetzt auch noch anbringen können. Es geht darum, dass es zu wenig Kita-Plätze gibt in Hessen. Es geht darum, dass Kindern die Bildungsmöglichkeiten verbaut sind und dass Frauen auch die Möglichkeit verbaut ist, wieder in den Beruf einzusteigen. Das macht die Bertelsmann-Studie ganz deutlich. 17% der Kinder, der Eltern, gerade in der Krippenzeit, wünschen sich eine Betreuungsmöglichkeit, finden aber keine. Es gibt ein massives Stadt-Land-Gefälle bei der Betreuung. Wenn im Landkreis Hersfeld-Rotenburg im statistischen Mittel fast 5 Kinder mehr pro Kita-Gruppe betreut werden als in Darmstadt, dann hat das direkte Auswirkungen auch auf die Chancen der Kinder. Und da haben wir gleichwertige Lebensverhältnisse, können wir davon überhaupt nicht reden in Hessen. Und das hat alles natürlich ganz viel mit Finanzierung zu tun. Wir bekommen ja jedes Mal erzählt, dass es noch nie so viel Geld gab für die Kita-Betreuung wie jetzt. Aber, was steht in der Studie? 66,8% aller Kosten in Kitas werden von den Kommunen getragen. Und das Land hat gerade mal irgendwie 18,5% beizutragen. Und ich sage mal, das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Und dann brauchen Sie sich für gar nichts zu loben. Sorgen Sie endlich einmal für eine ordentliche Finanzierung der Kita-Betreuung und hören Sie auf, sich ständig da irgendwie in die Tasche zu lügen. Und als Viertes der Fachkräftemangel. Da jammern alle drüber, ja gut. Aber wie sieht denn die Situation aus? Fast jede dritte Kita-Fachkraft unter 30 Jahre in Hessen ist nur befristet beschäftigt. Wir haben eine Befristungsquote, die weit über dem Bundesdurchschnitt liegt. Da erwarte ich den Einsatz der Landesregierung. Wer Fachkräfte hier beschäftigen will, ihnen gute Arbeitsbedingungen und guten Lohn zahlen will, der muss ihnen auch eine ordentliche Perspektive geben. Und da von dieser Stelle natürlich einen herzlichen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen der Sozial- und Erziehungsberufe, die sich jetzt im Tarifkampf befinden und für einen deutlichen Aufwuchs im TVÖD und die Kampagne Mehr braucht mehr streiten. Und es geht auch um die pädagogischen Standards. Hier bescheinigt die Studie Hessen nur ein mittleres Niveau und warnt ausdrücklich davor, nicht pädagogische Fachkräfte verstärkt auf den Betreuungsschlüssel anzurechnen. Ja, was machen Sie? Genau das Gegenteil. Gerade gegen die Empfehlungen von Verdi und auch den Wissenschaftlerinnen haben Sie den Fachkräftekatalog massiv aufgeweicht und auch fachfremde Personen den Zugang in die Kitas eröffnet. Und anscheinend scheint Ihnen ein mittleres Niveau hier in Hessen immer noch zu gut zu sein für hessische Kinder. Und dass die Fachkräfte vermutlich wenig Lust haben,
für die neuen Kolleginnen und Kollegen, die keine vollständige Ausbildung haben, die Arbeit mitzumachen, das wird dazu führen, dass immer noch mehr Fachkräfte aus diesem Beruf strömen. Also, sie werden genau das, den gegenteiligen Erfolg sozusagen haben. Sie werden erleben, dass es immer weniger Fachkräfte in den Berufen gibt, weil sie sagen, sie haben die Nase gestrichen voll. Und wir brauchen gute pädagogische Fachkräfte. Das ist unerlässlich. Wir brauchen mehr Personal, gute Rahmenbedingungen. Das geht nur mit einer guten Qualifikation und mit einer guten Anleitung, wie es unser Gesetzentwurf gefordert hat. Und in keinem OECD-Land hängt die Perspektive von Kindern so stark vom Geldbeutel und der sozialen Status der Eltern ab wie in Deutschland. Hier wäre die frühkindliche Bildung tatsächlich ein entscheidender erster Schritt, um diese Fehlstellung zu korrigieren. Deswegen mein dringender Appell an die Landesregierung. Hören Sie auf mit der Selbstbeweihräucherung. Und ignorieren Sie nicht jede Idee, die aus der Opposition kommt, wie unser Gesetzentwurf für eine fachgerechte Praxisanleitung in den Kitas, Sie das getan haben. Stellen Sie die angemessene Finanzierung endlich sicher und hören Sie vor allem auf die Menschen, die tagtäglich im Beruf stehen. Hören Sie auf die Menschen. Ja, hören Sie darauf. Nur so werden Fachkräfte gefunden und gehalten, indem sie gute Arbeitsbedingungen und guten Lohn für ihre wichtige und hervorragende und gesellschaftlich so wichtige Arbeit bekommen. Frau Kollegin Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin doch schon da. So wird hier gefolgt. Das ist in Ordnung, meine Damen und Herren. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, mit diesen Buttons und mit dem ganzen Zeug, weil jetzt der Kollege Ennis angesprochen wurde. Er hat aber keinen Button, er hat einen Anstecker an, und das ist auch nicht das Eiserne Kreuz, sondern das ist eine Auszeichnung der Bundeswehr, die er bekommen hat. Ich will es nur sagen. Wir waren uns also einig gewesen, dass Anstecker zulässig sind. Sonst müsste ich hier den Hessischen Verdienstorden abmachen. Das mache ich nicht, nur damit das jeder weiß. Und da sind wir uns wieder im Klaren. Buttons gibt es nicht. Aber Anstecknadel ist wieder was anderes, wenn sie im vernünftigen Rahmen sind. Das haben wir jetzt geprüft, Internet, was das ist, nur damit jeder beruhigt ist. So, jetzt, ja bitte, Herr Kollege Frömmrich, drücke mal drauf. Ja. Dann, Herr Präsident, vielen Dank. Dann bitte ich aber auch mal festzustellen und zu klären, warum der Kollege Grobe in Richtung von Herrn Schalaus gerufen hat, dass er bei der NVA das auch hätte kriegen können. Also vielleicht. Ja, weil wir nachher über Sitten und Moral reden, das ist ja von der FDP, von der AfD beantragt, wollte ich es nur mal bemerken. Ja. Herr Kollege Frömmrich, das haben wir überhaupt nicht gehört, was Sie jetzt gesagt haben. Das kann man vielleicht im Protokoll mal nachvollziehen, was war. Aber das ist bei uns ja oben gar nicht angekommen. Jetzt ist es offensichtlich von Ihnen angekommen, jetzt steht es ja im Protokoll. Da kann man es mal nachprüfen, was das ist. So, jetzt. Meine Damen und Herren, wir sind eigentlich noch in der Aktuellen Stunde. Ich hatte nur einen Hinweis gegeben, einen organisatorischen, was Buttons und Anstecker angeht. Und über Weiteres hatte ich mich gar nicht geäußert. Ich äußere mich ja nicht mehr lang, weil nämlich in einer Minute hier meine Sitzungsleitung endet. Und deshalb hat jetzt die Frau Kollegin Katrin Anders das Wort. Bitte sehr. Sie erlebt mich noch eine Minute. Auch das ist ein Erlebnis. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen! Im Gegensatz zur Frau Ravensburg bedanke ich mich ganz herzlich bei der SPD für diese Aktuelle Stunde, weil wir ja dann mal mit dem ein oder anderen Märchen, das hier erzählt wird, aufräumen können. Und ich finde es ganz toll, dass wir noch einmal zeigen können, welche tollen Veränderungen wir zum 1.8. mit der Änderung des HKJGBs auf den Weg gebracht haben. Die Verbesserungen, die Veränderungen, die tatsächlich auch ankommen, abgelehnt von der SPD und der FDP zum Beispiel. Und deswegen ist es gut, dass wir heute hier drüber sprechen. Denn die Ergebnisse des Bertelsmann-Monitoring, die kommen ja jedes Jahr raus und die kamen auch letztes Jahr raus. Und das war ein guter Anlass, um die HKJGB-Veränderungen auf den Weg zu bringen, in einem großen Verfahren, wie das üblich ist. Und diese Verbesserungen für die Kitas, für die Familien, für die Erzieherinnen in Hessen stelle ich gerne noch einmal dar.
So sagt nämlich eine Forderung des Bertelsmann-Monitoring, dass wir für die bessere individuelle Betreuung von Kindern für unbedingt mehr Zeit brauchen und deswegen der Fachkraft-Kindschlüssel erhöht werden muss. Kann ich Ihnen sagen, haben wir im HKJGB geregelt, haben wir gemacht, Sie haben es abgelehnt. Es wird von der Qualität in Kitas gesprochen. Wir haben schon in der letzten Legislatur, Ende der letzten Legislatur, die Qualitätspauschale verdreifacht. Wir haben es gemacht, Sie haben es abgelehnt. Wir haben die Leitungsfreistellung mit 20% erstmalig im HKJGB. Erstmalig wird es vom Land Hessen finanziert, dass Kita-Leitungen Zeit für Elternberatung haben, für administrative Aufgaben, für Qualitätsmanagement und Personalführung in ihren Kitas. Wir haben es gemacht, Sie haben es abgelehnt. Natürlich haben Sie es abgelehnt. Sie haben sich enthalten. Ja. Sie haben auf jeden Fall nicht zugestimmt. Sie hätten ja zustimmen können. Und wir wissen, dass genau diese Qualitätsfaktoren ganz wesentlich dafür sind, dass Erzieherinnen einen guten Arbeitsplatz haben, dass es genau diese Bedingungen sind, die das Personal braucht, um keine höhere Arbeitsbelastung zu haben. Wir wissen aus den vielen Anfragen, die Sie stellen, dass 70% der Erzieherinnen in Hessen in Teilzeit arbeiten, teilweise mit sehr wenig Stunden. Diese Qualitätsverbesserungen werden dafür sorgen, dass sicherlich mehr Erzieherinnen dazu ermutigt werden, auch ihre Stunden aufzustocken, ein Teil dessen, was wir in Hessen tun. Und neben dieser Qualitätsoffensive starten wir ja die Fachkräfteoffensive, und die wird natürlich dafür sorgen, dass die Stellen, die jetzt neu geschaffen werden müssen, auch dann besetzt werden können. Und deswegen haben wir auch beschlossen, dass Anleiterinnen, die Auszubildende betreuen, 2 Stunden pro Woche freigestellt werden können mit Landesmitteln. Und Sie haben eben wieder sehr despektierlich über diese Werbekampagne gesprochen. Und ich sage Ihnen einmal eins, diese Werbekampagne ist umso wichtiger, weil sie in jedem Plenum, egal wann, in jedem Plenum den Beruf der Erzieherinnen so abwerten und so ein Arbeitsbild und ein Berufsfeld darstellen, als wäre es der schlimmste Arbeitsplatz, den wir hier haben. Es ist mitnichten so. Unsere Erzieherinnen arbeiten gerne. Sie machen eine großartige Arbeit, gerade in Corona-Zeiten, aber schon auch davor. Da hat sich zu den Corona-Zeiten nicht wesentlich verändert. Ja, nach 5 Jahren Ausbildung reden Sie von einem Praktikum von einer Woche. Genau. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in einer Werbekampagne deutlich machen, was für ein toller Beruf es ist, welche Aufstiegsmöglichkeiten man hat, dass man in Hessen mit seiner Ausbildung gleich die Hochschulberechtigung bekommt. Deswegen haben wir 10% der Erzieherinnen in unseren Kitas, die einen Hochschulabschluss haben, weil sie danach noch studiert haben. Das ist genau das, was wir wollen, ein breites Spektrum auch an Berufen in unseren Kitas. Das ist das, was Sie mit den Veränderungen des HKJGBs nicht zugestimmt haben oder sogar abgelehnt haben, die FDP. Und wir glauben, umso wichtiger ist es, aufzuzeigen, welches Berufsfeld so großartig ist wie das eben der Erzieherin. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und zum Schluss möchte ich doch noch einmal gerne deutlich machen, was wir neben in den letzten 10 Jahren haben wir ja die Ausbildungsplätze verdoppelt im klassischen Bereich, ja, von 4.000 auf 8.378 Studierende der Sozialpädagogik. 8.378 Menschen sind im Ausbildungsgang zur Erzieherinnen. Ihre Bundesregierung, Bitte wirklich, letzter Satz.
Wir verdreifachen die praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsplätze. Frau Giffey hat sie abgelehnt, hat sie im Dezember abgeschafft. Wir haben gesagt, wir führen das weiter und verdoppeln sie. Das bitte, schafft ich kann die Sätze aufzählen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also die Rede, die ich eben gehört habe, dazu muss man schon eine gewisse Ignoranz verinnerlicht haben. Also mit der Realität in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, hat das überhaupt nichts zu tun, was Sie gerade hier vorgetragen haben. Ich habe ja Verständnis für Frau Ravensburg, dass sie nicht mehr das Thema frühkindliche Bildung im Hessischen Landtag diskutieren will, weil es ein Armutszeugnis offenlegt dieser Landesregierung. Da kann ich ja wenigstens den Wortbeitrag noch irgendwie menschlich nachvollziehen. Aber das, was ich hier von den Grünen gehört habe, das ist einfach ein Affront gegen jeden, der in der Tagesstätte in Hessen arbeitet, für jeden, der sein Kind in eine Kindertagesstätte in Hessen schickt, und für ein Affront und eine Geringschätzung jedes Kindes in Hessen, das in eine Kindertagesstätte geht, was Sie hier gerade vorgetragen haben, weil es nichts mit der Realität zu tun hat. Nichts. Und Sie haben doch die Bertelsmann-Studie vor sich liegen gehabt. Sie konnten doch lesen, was dort dargestellt ist. Und wenn Sie sagen, das Land Hessen würde sich in irgendeiner Art und Weise, in besonderer Art und Weise um die Kindertagesstätten in Hessen kümmern und damit vor allem um die Kinder in unserem Land, dann ist doch ganz klar, dass diese Studie aussagt, dass das nicht der Fall ist und dass Sie nicht etwa im Mittelfeld sind der Länder, die sich um die Kindertagesstätten, die Kinder im Land kümmern, sondern das absolute Schlusslicht sind Sie hier in Hessen und nichts anderes. Und Sie können es nachlesen, weil nur Sie können das nachlesen, weil nämlich der finanzielle Anteil, den das Land Hessen den Kommunen zur Verfügung stellt, der geringste in jedem Bundesland in unserer Bundesrepublik Deutschland ist. Und das zeigt die Wertschätzung für die Kinder in unserem Land aus. Genau an dieser Stelle. Und wir waren, glaube ich, in Hessen sogar schon einmal bei 20% Anteil des Landes bei der Finanzierung der Kitas. Der ist ja sogar zurückgegangen. Und wenn Sie über 2/3 der Finanzierung der Kitas den Kommunen überlassen, dann bekommen Sie solche Unterschiede in unserem Land, dass es reiche Kommunen gibt, die ordentlich ausgestattete Gruppen haben, und dass es arme Kommunen gibt, in denen Kinder in nicht so gut ausgestatteten Kitas eben gebildet werden müssen. Und wenn Sie das weiter auf die Spitze treiben wollen, dann haben Sie jetzt in der Zeit der Corona-Krise eine ganz besondere Herausforderung, weil genau dort haben wir ja die Situation, dass die schwächeren Kinder, die Familien, die größere Herausforderungen haben, jetzt noch weniger Unterstützung bekommen, anstatt dass sie sich hier hinstellen und sagen, die Bertelsmann-Studie ist ein Weckruf für diese Landesregierung. Haben Sie sich das irgendwie noch zu gut interpretiert? Das ist unfassbar, was Sie hier gerade abgeliefert haben. Und seit Jahren wissen wir, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Seit Jahren wissen wir das. Und wieder steht hier 8.000 Fachkräfte zu wenig, um den Standard in unserem Land zu gewährleisten, den Kinder brauchen. 8.000 Fachkräfte zu wenig. Wir sprechen jetzt nicht von dem Ausbau, der massiv ins Stocken gerät, weil wir zu wenig Fachkräfte haben. Seit Jahren, seit über 10 Jahren diskutieren wir das hier im Landtag. Es gibt unfassbar viele Initiativen. Keine davon haben Sie wirklich aufgenommen. Und das ist das, was uns so ärgert. Nicht eine Kampagne für Erzieherinnen und Erzieher, die kann man machen. Aber es ist doch nicht das wirkliche Instrument, die Wertschätzung, die bessere Bezahlung, die Bezahlung der Ausbildung, die Ausdifferenzierung des Berufsbildes, dass viele Erzieherinnen und Erzieher, die dann studieren und Sozialpädagogen werden, gar nicht mehr zurückgehen können in die Kita, weil es ökonomisch nicht rentiert, außer sie werden Leitung, sondern dass sie auch in Gruppen mehr akademische Fachkräfte unterkommen. Dann muss das natürlich entsprechend auch honoriert werden, dass man das hat. Da gibt es so viele Ansätze, die wir hier so oft diskutiert haben. Nichts davon haben Sie angenommen, nichts davon haben Sie umgesetzt in den letzten Jahren. Und am meisten ärgert mich dieser unfassbare Wortbruch. Ich habe ja wirklich gedacht,
als Stefan Grüttner ersetzt worden ist durch einen grünen Minister, der hier Zuständigkeit hat. Dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass das Thema frühkindliche Bildung in diesem Land einen neuen Stellenwert bekommt. Dass es noch schlechter wird als bei Stefan Grüttner, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber das ist Ihr Verdienst, der Grünen, den Sie hier im Hessischen Landtag haben. Das ist der schlimmste Wortbruch, den Sie sich erlaubt haben. Dieser Wortbruch wird von den Kindern in unserem Land und ihren Zukunftschancen bezahlt. Und das macht mich wirklich wütend. Das macht mich wütend. Die Bertelsmann Stiftung hat Ihnen ins Stammbuch geschrieben, dass das Gleichsetzen von Sozialassistenten und Assistentinnen mit einer Fachkraft, einer Erzieherin, Erzieher, eines akademisch gebildeten Kindheitspädagogen, dass diese Gleichsetzung der Offenbarungseid ist, der Qualität der frühkindlichen Bildung, das ist Ihnen ins Stammbuch geschrieben worden. Nichts dazu haben Sie gesagt. Sie haben es doch gerechtfertigt. Und das ist einfach unfassbar für dieses Land. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen ja über ein bildungspolitisches Thema, und da Wiederholung ja bekanntlich eine ganz wichtige pädagogische Methode ist, freue ich mich besonders über eine weitere Gelegenheit, den Dreiklang der Landesregierung im Bereich der Kinderbetreuung heute noch einmal vorzustellen. Ausbau der Plätze, Steigerung der Qualität der Betreuung und Schritte zur Beitragsfreiheit. Und nachdem wir wichtige Schritte hin zur Beitragsfreiheit in der letzten Legislaturperiode gegangen sind, steht in dieser Legislaturperiode, wie bereits mehrfach von hier auch mitgeteilt, die Qualitätssteigerung im Mittelpunkt. Und natürlich ist sie zwingend mit mehr Personal verbunden. Und es ist gerade mal 2 Monate her, da hat der Hessische Landtag das Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch geändert und ganz wichtige Maßnahmen zur Qualitätssteigerung beschlossen. Besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel durch erhöhte Ausfallzeiten und Leitungszeit, damit mehr Zeit für jedes Kind bleibt. Eine bessere Förderung der inklusiven und vielfältigen Betreuung, damit alle Kinder die gleichen Chancen bekommen. Und längere Öffnungszeiten, damit alle Eltern ein für sie passendes Betreuungsangebot finden. Unterm Strich mehr Personal und eine bessere Betreuung, genauso wie wir es versprochen haben. Und dann haben wir Ihnen im März unser Landesinvestitionsprogramm präsentiert. 142 Millionen € für den Ausbau der Kitas, so viel wie noch nie zuvor. In Hessen kann gebaut werden. Und genau in dieser Linie sorgen wir auch für mehr Fachkräfte in den Kitas. Es ist gerade im Juli diesen Jahres gewesen, dass ich Ihnen unsere Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher vorgestellt habe. Diese Landesregierung fördert auf diesem Weg 1.200 vergütete Ausbildungsplätze für angehende ErzieherInnen. Wir haben die Zahl der geförderten Plätze innerhalb von einem Jahr verdreifacht. Und wenn Sie von dem sprechen, Frau Gnadl, was wir Berlin so zu verdanken haben, da ist im Gute-Kita-Gesetz eine gute Anreize gesetzt gewesen, ohne Frage. Darüber waren wir uns sogar einig, als Frau Giffey hier war. Wir haben Berlin aber leider auch einen sehr kurzfristigen Ausstieg aus der Finanzierung dieser praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsplätze zu verdanken. Und das gehört halt auch zur Wahrheit. Wir haben es kompensiert. Unser Programm wird zu 100% ausgeschöpft. Und genau so unterstützen wir alle Kommunen und freien Träger dabei, mehr qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Was wir zugesagt haben, lösen wir mehr als ein. Und das zeigt sich übrigens auch darin, dass bis Ende 2024 in Hessen mehr als 1 Milliarde € in die Qualität der Betreuung der Kinder investiert werden. Und ja, wir unterstützen die Kommunen bei einer Aufgabe, die originär
Ihre ist, weil wir sie so wichtig finden. Weil wir sie so wichtig finden. Und ja, noch immer suchen Kommunen und freie Träger nach ErzieherInnen. Noch immer ist es nicht einfach für die Fachkräfte, allen Erwartungen, die an sie gerichtet werden, auch gerecht zu werden. Das ist erkannt, das haben wir angepackt. Und ein Beispiel dafür ist, dass der enorme Ausbau im Bereich der U3-Betreuung ja auch nur deshalb möglich war, weil wir die Zahl der Studierenden an den Fachschulen, die sich zu ErzieherInnen ausbilden lassen, in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt haben. Wie Sie sehen, wir verfolgen eine ganz klare Linie in dieser Frage. Und deshalb stelle ich Ihnen gerne auch noch einmal unser Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher vor. Erstens fördern wir im Rahmen dieser Offensive insgesamt 1.200 Ausbildungsplätze, die vergütet sind, die praxisintegriert durchlaufen werden. Das heißt, Theorie und Praxis werden kennengelernt. Zweitens unterstützen wir die Anleitungsstunden finanziell, in denen Fachkräfte die angehenden Kolleginnen in der Praxis schulen. Der Zeitaufwand dafür wird erstmals auch vergütet. Und drittens kommt die neue Kampagne für ErzieherInnen, um möglichst viele junge Menschen, aber auch QuereinsteigerInnen für diesen Beruf zu motivieren. Sie sehen, Herr Klose, ich weise auf die Redezeit hin. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Vielen Dank. Sie sehen, wir haben ein umfangreiches Paket geschnürt. Ich kann es gerne auch in den künftigen Wochen immer gerne noch einmal vorstellen. Das ist, dient garantiert auch dazu, für den Erzieherinnenberuf zu werben. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel in den Kitas ist angehoben. Wir sorgen für die vergüteten Ausbildungsplätze. Wir werben für den Berufseinstieg. Unsere Maßnahmen für mehr Fachkräfte in den Kitas laufen längst. Das sind die Fakten, das ist die Realität und nichts anderes. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.